See for yourself. Sieh selbst. Come on now, what's the point of giving me this? Komm, was soll das? Warum gibst du mir das? Give me that. Gib's mir. Huh? The hell is this? Hm, was zur Hölle ist? Ja, du hast recht, China. Aber ich finde, das Spiel hat noch ziemlich leicht zu verstehendes Englisch. Das kann man noch ganz gut machen. Eigentlich hatte ich das nicht vorgehabt, aber es hat sich irgendwie dann doch so ergeben. Außerdem könnte ich sonst ja überhaupt nichts sagen während des Spiels. Sonst würde es einen ja kaum zu Wort kommen lassen. I see. Ich sehe. This is Braille. Okay, das scheint Blindenschrift zu sein. Oder was heißt Braille? Sorry, guys, I can't read this. Here, have it back. Ja, muss Blindenschrift sein, er ist ja blind, der Gute. Sorry, Leute, ich kann das nicht lesen hier. Ihr habt das zurück. Okay, that was fun. What's so important about that card? Okay, was ist so lustig? Was ist jetzt so wichtig an dieser Karte? I found it in my pocket. Ich hab's in meiner Tasche gefunden. I can only assume it is a message from Zero. Ich kann mir nur denken, dass es eine Nachricht von Zero ist. From Zero? Von Zero? A message? Eine Nachricht. What does it say? Was sagt sie? Calm down now. No need to panic. Ganz ruhig. Kein Grund, Panik zu bekommen. You don't need to force me. I'll read it. Ihr müsst mich nicht zwingen. Ich lese sie. Bracelet number two. Armband Nummer 2. Since you are not blessed with sight. Da geht's schon los. Blessed with sight. Aber ich habe ja hier mein Tablet. Und das sagt mir ganz viele englische Wörter, die ich da eingebe. Wie zum Beispiel sight. Wenn du nicht mit, da du nicht mit Augenlicht gesegnet bist, I shall bless you and only you with information. Sollte ich dir und nur dir diese Informationen geben. I shall tell you of the function of the red, of the dead and of the bracelet. Ich sollte dir eine Funktion von dem Red, also dem Roten, dem Dead, also dem Toten und dem Armband berichten. The Red is the recognition device. The Red, das Rot oder das Red. Ah, Red nicht für Rot, ist das Erkennungssystem. Es wird eure Nummern, verifizieren. Neben jeder nummerierten Tür wirst du so ein Red finden. Und das Dead, also, ist das Deactivation Device, also das zum Deaktivieren. Es tut genau das, was es sagt. Wenn ihr durch die nummerierte Tür gegangen seid, müsst ihr den Dead stoppen, also den Detonator, in eurem Armband stoppen. Aber vielleicht wirst du dich wundern, was wird dieser Detonator überhaupt detonieren? Ich bin bestürzt, dass dies wahrscheinlich eine Überraschung sein wird. Ich habe eine Bombe in jedem von euch platziert und in jedem, den du treffen wirst. Du hast es geschluckt, als du ohnmächtig warst. Schön, dass man da umschalten kann. Ich habe keinen Zweifel, dass in der Zeit, in der du dieses liest, die Bombe in deinen Magen passiert hat und einen Weg in your small intestine, wahrscheinlich, weiß nicht, irgendwo Intestine. Wahrscheinlich irgendetwas, wo es nicht wieder rauskommt. In den Dickdarm, ja, okay. Und seinen Weg durch den Dickdarm gefunden hat. Mit anderen Worten, du wirst es nicht wieder erbrechen können. Ich schätze, du wirst es nicht probieren. Ah, Eingeweide, danke. Wie ich zuvor bemerkt habe, das Armband in deiner linken Hand
oder an deiner linken Hand beinhaltet einen Detonator. Verstehe es einfach als Fernbedienung oder Timer für die Bombe in deinem Körper. Es gibt nur eine Bedingung, die es dazu bringen wird, zu explodieren. Die Bedingung ist, dass du eine nummerierte Tür durchschreitest. Sobald du das getan hast, wird sich dieser Timer aktivieren, egal wer du sein wirst. Du hast 81 Sekunden. Wenn in dieser Zeit der Detonator nicht deaktiviert wurde, wird es ein Signal zur Bombe in deinem Körper senden, damit sie explodiert. In order to deactivate the detonator, every person who verified their number at the red must also verify their numbers at the dead. Jeder, der seine Nummer auf dem Red identifiziert hat, muss sie auch an dem Dead verifizieren. Once all numbers have been verified by the dead, you need only pull the lever at its side. Sobald alle Nummern beim Dead registriert wurden, müsst ihr nur noch den Hebel an der Seite ziehen. Und der Countdown wird deaktiviert. Jeder, der nicht seine Nummer am Red identifiziert hat, wird auch nicht in der Lage sein, seine Nummer am Dead zu identifizieren. If you can pass through a numbered door without first verifying your number at the red in 81 seconds, you will be dead. Nochmal ganz genau, damit wir es auch wirklich jetzt verstehen. Wenn die Nummer nicht am Dead registriert wurde und... wenn man sie nicht hier registriert hat und versucht, sie dort hinten zu registrieren, wird man nach 81 Sekunden sterben. You must also keep in mind that the numbered doors will close automatically after 9 seconds have passed. Außerdem müsst ihr im Kopf behalten, dass die nummerierten Türen sich automatisch nach 9 Sekunden schließen, nachdem ihr sie passiert habt. So long as the doors open, the dead will not function. You would do well to remember this. Solange die Tür geöffnet ist, wird das Dead nicht funktionieren. Ihr werdet euch daran noch gut erinnern. Lasst uns noch schließlich darüber zu diskutieren, wie man die Armbänder entfernen kann. Es gibt nur zwei Wege, das zu tun. Erstens, ihr entkommt von diesem Schiff. Zweitens, euer Herz bleibt stehen. Also euer Herzschlag erreicht den Wert 0. In other words, once the bracelet is taken outside the confines of the ship, or the backside of Mara's heartbeat has fallen to 0, it will shut down automatically. Das heißt, mit anderen Worten, sobald das Armband draußen ist, außerhalb des Schiffes ist es, sobald das Armband außerhalb des Schiffes ist, oder es entdeckt, dass der Herzschlag auf 0 gefallen ist, dann wird es sich automatisch herunterfahren. Es gibt keinen anderen Weg, euer Armband zu entfernen. Wenn ihr versucht, es mit Gewalt zu entfernen oder den Detonator deaktiviert, wird die Bombe augenblicklich explodieren. This is all the information which I can impart to you. Das sind alle Informationen, die ich dir geben kann. How you choose to use it is for you to decide. Wie du diese benutzt, ist deine Entscheidung. If used wisely, you can eliminate those who might be a danger to you. For a time, you would be able to control your fate. Wenn du es weise benutzt, kannst du diejenigen eliminieren, die eine Gefahr für dich sein könnten. Für eine Zeit
Wirst du in der Lage sein, deine Furcht zu kontrollieren. Obwohl Fate eher deine Feinde zu kontrollieren. Ich wünsche dir viel Glück. Also sagt es, only those who verify their numbers at the red can pass through the number doors. Nur diejenigen, die ihre Nummern ja an dem Red identifizieren können, durch die Tür gehen. Ich glaube, wir haben es langsam verstanden. Teams können keine Leute hinzufügen oder abziehen, nachdem sie sich eingescannt haben. June ist der Traitor. Schauen wir mal. Die Reds, Deads und die Armbänder sind quasi die Schiedsrichter, die Jury und die Bestrafer für die Regeln. Shit! A fucking bomb! Come out! Come out, damn it! Mist! Eine verfickte Bombe! Los, komm raus, verdammt! There's a bomb inside me. In mir ist eine Bombe. Oh. What made Zero think creating this horror show of a game was a good idea? Was lässt Zero glauben, dass das Erschaffen so einer Horrorshow von einem Spiel eine gute Idee ist? Alright. I'm gonna ask one more time. Okay, ich muss noch einmal fragen. Do any of you know anything about Zero? Weiß irgendjemand irgendetwas über Zero? Scheinbar nicht. Actually, I saw him. I saw Zero when I got grabbed. Nun, ich habe ihn gesehen. Ich habe Zero gesehen, als er mich entführt hat. I didn't see his face, though. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Son of a bitch was wearing some kind of gas mask. Dieser Hurensohn hat irgendeine Art Gasmaske getragen. What the hell? Was zur Hölle? Also ich kenne ja auch jemanden, der eine Gasmaske trägt in Starbound, ne? Come on, guys, give me something. Los, Leute, gebt mir irgendwas. You know, like surprise or something. Sowas wie Überraschung oder irgendwas. Ah, nee, Entschuldigung, keine Gasmaske, ist ja eine Pestmaske. Aber es sieht ähnlich aus. Das kommt bestimmt aufs Gleiche drauf hinaus. I saw that too. Ich hab's auch gesehen. I did as well. Ich auch. Me too. I didn't see inside the mask, though. Ich auch. Ich konnte nicht in die Maske sehen. That mask. It was really scary. Diese Maske, sie war richtig angsteinflößend. Oh, so. Also. All of our abductions were the same. All unsere Abduction, weiß nicht, aber sowas wie Entführung waren die gleichen. We were taken from home at midnight. Wir wurden von zu Hause um Mitternacht entführt. Ach, Ozzel hat die Gasmaske, ja. Die Person, die behauptet, Zero zu sein, hatte eine Maske auf. Da war weißer Rauch und dann ist jeder von uns ohnmächtig geworden. Wir sind aufgewacht, haben uns auf dem Deck D wiedergefunden, in einem Raum mit einem dreistöckigen Hochbett. How about you, Seven? Did the same happen to you? Was ist mit dir, Seven? Ist dir das Gleiche passiert? Oh, me? Mich? Ich? Yeah, well, mine was just like the rest of you. Ja, bei mir war es so wie bei euch. Okay, that's good enough for now. Okay, reicht für jetzt. So, I have a question. Ich habe eine Frage. Snake and Clover, you were both kidnapped from the same room, and you woke up together. Snake and Clover. Wurdet beide aus dem gleichen Raum gekidnappt und ihr seid zusammen aufgewacht. Also, was ist mit euch beiden? We're siblings. Siblings? Das ist es. Siblings. Geschwister. Siblings? Geschwister? Yes. Ja. Snake is my older brother, obviously. That means I'm his little sister. Ja, Snake ist mein großer Bruder oder mein älterer Bruder, scheinbar oder offensichtlich. Das bedeutet, ich bin seine kleine Schwester. Really so hard to understand. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? She is correct, of course. Sie hat natürlich recht. Are you
surprised? Bist du überrascht? Well, yeah, but... Glückwunsch, Sheena, zum zweifachen Onkel. Why? There are other people here with connections to one another. Warum? Hier sind andere Leute, die ebenfalls miteinander verbunden sind. Those two, for instance. Diese beiden zum Beispiel. Oh, you mean between Jumpy and me? Oh, du meinst zwischen Jumpy und mir? Ah, yes. You did say you were childhood friends, didn't you? Ja. Du hast gesagt, ihr wart in der Freundin der Kindheit. Nicht wahr? You went to school together? Ihr wart zusammen in der Schule? Ja. Well, yeah. Hey, you think maybe we could figure out who Zero is this way? Hey, meinst du oder meint ihr, wir können so herausfinden, wer Zero ist? Yeah, you're right. Ja, genau. You connect the dots between the victims and that leads you to the perp. Textbook stuff. Ja, genau. Du verbindest die Punkte zwischen den Opfern und die führen dich dann zum Schurken. Textbook stuff, also Textbuch. Ja, Bilderbuchzeug oder Literaturzeug. Junpei, June, does any of this ring a bell? Junpei, June, klingelt bei euch irgendwas? Huh, ring a bell. Klingelt bei ring euch a irgendwas? Bell? Klingelt bei euch irgendwas? Perhaps you went to school with the son of a multimillionaire. Nun, vielleicht wart ihr zusammen auf der Schule mit einem Sohn von einem Multimillionär. A millionaire? Millionär? Son? Sohn? Well, someone bought this boat and set up all of this. Nun, irgendjemand hat dieses Boot gekauft und alles so aufgebaut. Wer auch immer Zero ist, er muss unglaublich reich sein. Well, we can't be sure of that. Wir können daran nicht sicher sein. To me, this seems as though it's the work of an organization, not an individual. Auf mich wirkt es so, als wäre es nicht die Arbeit eines Einzelnen, sondern mehr eine Organisation. Most likely, Zero is simply the representative of a larger group. Mehr ist Zero, und mehr repräsentiert Zero eine große Gruppe. What sort of organization? Was für eine Art von Gruppe? It could be a number of things. An army, perhaps, or a research group. Das könnte eine Menge sein, eine Armee oder eine Forschungsgruppe. Perhaps this is all some sort of psychological experiment. Oder es ist Teil eines psychologischen Experiments. If it is, then it's a pretty fucked up experiment. Wenn es das ist, dann ist es ein ziemlich verficktes Experiment. I mean, come on, a guy's dead. Ich meine, hallo, ein Mann ist tot. I don't know who the hell this Zero asshole is, but I know for sure he's got to be pretty fucked up in the head to do all this. Ich weiß nicht, wer dieser Zero Arschloch ist, also der hat einen ganz schön derben Ausdrucksweite. Ausdrucksweise. Aber ich weiß ganz sicher, this is pretty fucked up in the head to do. Naja, dass er halt ziemlich verrückt sein muss, um das alles zu tun. This was all one guy, then he's got some serious issues. Wenn das wirklich nur eine Person war, dann hat er ziemlich ernsthafte Probleme. So, labern und die Zeit rennt. I thought we were finished with that topic. Ich glaube, wir sind damit mit dem Thema durch. Then what should we do? Was sollen wir tun? We should talk it through. Wir sollten es durchsprechen. Oh my god, enough! All we're doing is talking! Genug jetzt, alles was wir machen ist reden. Talking won't solve anything. It can't help us find our way out of here. Reden hilft uns nicht weiter. Es hilft uns nicht, hier einen Weg herauszufinden. Really sure you want to just sit around? Seid ihr sicher, dass ihr einfach nur rumsitzen wollt? Wir haben nur noch 7,5 Stunden. Wir haben schon 1,5 Stunden von unseren 9 Stunden verplempert. You're right. Du hast recht. Very well then. There's only one way for us to proceed. Okay. Es gibt nur einen Weg für uns weiterzumachen. Sure not gonna be fun running around knowing we gotta jump when Zero says jump. Sicherlich nicht schön, einfach herumzurennen und zu wissen, dass wir springen sollen, wenn Zero sagt, springen. Well, it's stupid to just sit around here doing nothing. Nun, es ist aber auch Blödsinn, hier einfach nur herumzusitzen und gar nichts zu machen. Thanks to Snake's card, at least we have some idea of how this all works. Dank Snake's Karte haben wir zumindest eine Idee, wie das alles funktioniert. Correct. And so long as we all follow the rules, we should
we will most likely be all right. Genau. Und solange wir diese Regeln befolgen, sollten wir, ja, werden wir wahrscheinlich okay sein. Aber, what? Aber was? Who's going to go in which door? Aber wer geht in welche Tür? Das haben wir ja schon geklärt eigentlich. That's right. We can't have any more than 5 people in one door. Oh, stimmt. Wir können nicht mehr als 5 Leute in einer Tür haben. All 8 of us can't go in the same door. Alle 8 von uns können nicht durch dieselbe Tür gehen. Then it would seem we will have to split up. Dann sollten müssen wir uns aufteilen. Wait. Wartet. I'm telling you now, there is no way in hell that I'm going into door 5. Ich sag's euch, es gibt... Ihr bekommt mich auf keinen Fall in Tür 5. Come on now, don't be selfish. Komm, jetzt sei nicht egoistisch. Call me whatever the hell you want. I'm not going in there. Nenn dich wie immer du möchtest. Ich gehe nicht da rein. If I'm going to have to walk through all that blood, then I'd rather stay here. Wenn ich durch all das ganze Blut muss, gehen muss, dann werde ich lieber hier bleiben. And we were doing so well. Und wir haben jetzt so gut angefangen. Sorry, but I ain't going in there either. Someone else can go into door 5. Der Scream ist sprunghaft. Okay. Ja, zeigt mir hier auch manchmal gelb an. Ich weiß gar nicht, kann ich live noch die Bitrate ein bisschen runterstellen? Das könnte ich höchstens mal probieren. Oh, Santa, not you too. Oh, Santa, nicht du auch noch.